Gott hat die ganze Welt durch sein Wort geschaffen. Er hat das Wort ausgesprochen und alles, was existiert, ist dadurch hervorgekommen. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns nach seinem Bild gemacht. Und das beinhaltet unter anderem, dass auch unsere Worte, wenn wir sie aussprechen, eine schöpferische Kraft haben, dass die das Potenzial in sich tragen, Realität zu werden, hervorzukommen. Und das gilt natürlich insbesondere für den Bereich, für den wir verantwortlich sind, also in erster Linie das eigene Leben, die Familie, die Kinder, Arbeitsplatz und so das, wo wir unseren Verantwortungsbereich haben. Was wir da aussprechen, besitzt größtes Potenzial, wirklich Realität zu werden. Und deshalb ist es interessant, wenn du dir mal zuhörst, was du so sagst. Denn das, was du aussprichst, ist unter Umständen genau das, wo du in 5 oder in 10 Jahren drin sein wirst. Deshalb ist es weise, die richtigen Worte auszusprechen über unser eigenes Leben. Viele Menschen haben beispielsweise in der Kindheit gehört, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, dazu bist du zu ungeschickt. Und sie haben es geglaubt und gehen davon aus, dass das Realität in ihrem Leben ist. Und tatsächlich, wenn du es glaubst und dich entsprechend verhältst, dann wird es auch so sein. Sehr viele Menschen sprechen auch negative Dinge über ihr Leben aus. Aus dieser Krankheit komme ich nie raus. Ich komme von einer Krankheit ständig in die nächsten. Ach, in meinem Leben gibt es immer Mangel. Ja, oder diese finanziellen Probleme, die werden mich wohl mein Leben lang begleiten. Und all diese Aussagen, negative Glaubensbekenntnisse, die wir über unserem Leben aussprechen und die Realität werden. Ich möchte dich einladen, einfach mal in der Bibel zu forschen, was die Bibel sagt, was Realität in deinem Leben wird, wenn du mit dem Herrn vorwärts gehst. Wenn du nämlich diese Dinge über deinem Leben aussprichst, dann werden diese Dinge hervorkommen. Und das ist etwas völlig anderes als das, was wir so gemeinhin über unserem Leben aussprechen oder das, was der Volksmund sagt oder der gesunde Menschenverstand. Weißt du, die Bibel sagt beispielsweise, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Gott will dich kräftigen, dich stärken und letztlich bist du in der Lage, alles mit seiner Hilfe tun zu können. Letztlich kannst du durch jedes Ding hindurchgehen mit seiner Hilfe. Und das ist, wenn wir es uns überlegen, eigentlich ganz offensichtlich. Das ist ein Wort, was gut ist, wenn du es nimmst und in deine Situation, deine Lebensumstände hineinsprichst. Oder, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist ja ein Paradox, nicht wahr? Wenn du schwach bist, kommt der Herr und du wirst in Stärke vorwärts gehen können. Das ist beispielsweise so, wie David Goliath besiegt hat. In seiner Schwäche, durch die Stärke des Herrn, hat er einen mächtigen Sieg errungen. Oder, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn du irgendeinen Bedarf hast, irgendeinen Mangel hast, irgendeine Not hast, irgendwas brauchst, hier sagt das Wort Gottes, dass du es bei ihm bekommen kannst und du musst es aussprechen in dein Leben. Du musst dir bewusst sein, das ist Realität. Und nicht Mangel proklamieren und nicht Mangel groß machen oder Krankheit oder irgendwelche Nöte oder schwierige Beziehungen oder was auch immer, sondern das Wort Gottes nehmen und sagen, im Namen Jesus, ich spreche das aus über mir, über meine Kinder, über meine Familie. Ein wunderbares Wort beispielsweise, was man über seinen Kindern aussprechen kann, ist, dass du sagst, die Bibel sagt, die Kinder der Gerechten werden mächtig sein im Land. Mächtig sein im Land. Das ist eine biblische Aussage. Vielleicht sieht es überhaupt nicht danach aus, wenn du deine Kinder anschaust. Vielleicht sieht es absolut unmöglich aus. Aber das ist eine biblische Aussage, die für dich gilt und die du nehmen kannst und die du beten kannst und aussprechen kannst. Und du wirst sehen, es wird Realität werden in deinem Leben. Ich lade dich ein, forsche in der Bibel und suche dir diese Nuggets heraus, die für dein Leben wirklich gut sind. Ich bin gewiss, Gott hat mehr für dich.